Hallo, guten Morgen, meine liebe Menschen da draußen. So, heute kommen wir mal zur nächsten Kartenlegung. Heute haben wir Donnerstag. Bin heute Morgen aufgestanden, mir ging es nicht gut, ne? Ja, also ich kann euch nur empfehlen, haltet euch von toxischen Leuten fern, weil alles Schöne, was ihr machen wollt, das boykottieren die. Ja, und das schlägt euch halt eben auf euren Gesundheitszustand. Ne? Jo. So, ich will jetzt einfach mal fragen, ich lasse heute einfach mal die Karten so fallen, wie sie kommen. Ne? Welche Energie halt eben so am wichtigsten ist. Da habe ich schon Sibylla-Karten von der Uta Dittrich gezogen, da habe ich Besuch und Hoffnung. Ne? Gucken wir erstmal bei Besuch. Du hast wahrscheinlich, ne, nicht viel Leute um dich rum. Ne? Genieß den Kontakt zu anderen Menschen. Lade dir Besuch ein oder besuch selbst jemanden, wenn du kannst. Ne? Abwechslung tut jedem gut und vielleicht bekommst du ja Anregungen und Ideen, die dir alleine nicht einfallen. Ne? Auch in der Liebe wird es mit der Karte nicht langweilig. Es stehen Treffen an. Ne? Ja. Möglichkeiten zum Flirten, vielleicht triffst du Bekannte. Eine bunte Zeit mit angenehmen Begegnungen, Besuch von lieben Personen, die unerwartete Ankunft von Nachrichten oder Personen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Ne? Treffen mit Freunden, überraschende Kontakte, die scheinbar Hoffnung machen. Jetzt guck ich mal bei Hoffnung. Ich kann ja nicht alle Karten im Kopf behalten, deswegen muss ich da ein bisschen gucken. Ja. Hoffnung ist überhaupt eine schöne Energie, ne, die uns sicher in die Zukunft bringt. Die Karte Hoffnung fordert dich auf, den Glauben an einen positiven Ausgang nicht zu verlieren. Ne? Sowas kriegst du ja immer gesagt, wenn es dir besonders scheiße geht. Ne? Sie fördert die Wünsche und Hoffnungen, die wir haben. Ne? Also negative Karten sind keinen da. Ja, genau. Hoffnung, Wünsche, Träume und Ziele sind unsere Antriebe für das Leben. Auch wenn du vielleicht gerade in einer Lebenskrise steckst, ne? Vergiss nie, in jedem neuen Tag, jeder neuen Stunde, Minute und Sekunde steckt die Chance für eine positive Wende. Ne? Besonders wenn du von toxischen Leuten umgeben bist. Ja, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ne? Verlier niemals den Mut und kämpfe für dein Glück. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es in dem berühmten Sprichwort. Ne? In diesem Film trifft auch die offensichtliche Bedeutung der Karte zu. Und rät sich nicht von negativen Ereignissen beeinflussen zu lassen. Ne? Das sind ja diese negativen, toxischen Leute, die sind ja, ich sag immer, die sind vom Beruf negativ. Ne? Ja. Kannte auch nicht überstürzt. Schon nach kurzer Zeit wird alles einen positiven Ausgang haben. So, das sind ja nicht die einzigen Karten, die ich habe. Ne? So, gucken wir mal. Ich habe hier neue Tarotkarten. Die sind auch von der Angelina Schulze. Ne? So, dann habe ich die Vertigo-Orakel von der Nadine Breitenstein. Und von der Red-Vertu, Meerjungfrauen und Delfine. Ne? Und wenn ihr merkt, dass jemand toxisch ist, nehmt die Füße in die Hand und lauft so schnell ihr könnt. Ne? Lasst euch nicht von denen verquatschen. Bleibt nicht bei denen, ne? Weil das wird immer schlimmer, ne? Und ihr werdet todkrank. Ich kann nur jedem abraten. Und nein, toxische Leute ändern sich nicht, ne? Die arbeiten an eurer Zerstörung. Und je länger du bleibst, desto mehr gelingt dir auch, ne? Ja. Im Namen Gottes. So, da holen wir mal die neuen Karten. Ich habe die gestern schon gesegnet. Und ein bisschen gut gemischt. Jo, was sollst du denn jetzt so wissen? Die Energie. Auf jeden Fall sollst du die Hoffnung mal nicht aufgeben, ne? Der Gehängte. Ja, du bist so im Stillstand, lässt die Seele baumeln, wartest ab, lässt Altes los. Das fängt ja erstmal so innerlich an, ne? Wenn du zum Beispiel mit jemand toxischer Mutter so verheiratet bist oder in einer Beziehung, da hast du innerlich schon länger losgelassen, ne? In der Liebe Stillstand, ne, da bist du in einer Sackgasse, passive Liebe, ne?
ja, da passiert gar nichts. Ne? Diese toxischen Leute, die haben ja keine Liebe in sich. Beruflich, jo, könnte auch nichts los sein. Ne? Da hast du Zeit für umzudenken. So, die versteckten Einflüsse. 10 der Schwerter. Hier bist du mit einer Sache komplett am Ende. Ne? Hier wird etwas plötzlich beendet oder abgebrochen. Ne? Schmerzhafte Erkenntnisse. Hier bist du am Ende einer Angelegenheit. Das kann beruflich sein, Kündigung, ne? Ende einer Arbeit. Kann sein, dass du Burnout hast. Guck mal, du hast 10 Schwerter hier im Rücken. Ne? In der Liebe kommt es zur Trennung, du bist verletzt worden, diese Personen sind ja auch immer nur diese toxischen, haben dir 10 Schwerter in den Rücken gesteckt, ne? Partner ist dir permanent in den Rücken gefallen, ne? Im Namen Gottes. Das hat natürlich viel, viel Zukunft- und Verlassensängste und Sorge bei dir hervorgerufen. Schlaflose Nächte, Albträume, viel Kummer. Besonders wenn du wie ich krank geworden bist, ne? Ja. Ja, du fühlst dich auch verlassen. Ne? Beruflich könntest du Nachtschicht haben. So, was sollst du denn noch wissen? Im Namen Gottes. Ja, die machen einen richtig krank. Ne? Also es kann sein, dass du mit dem Herzen Probleme kriegst, mit dem Atem Probleme kriegst, posttraumatische Belastungsstörung, ne? Alle möglichen Krankheiten kannst du kriegen, ne? So, und da bist du ja sowieso schon, das bist du ja schon davon traumatisiert, ne? Oh, aber hier kommen schnelle Nachrichten. Schnelle Entwicklung, 8 der Stäbe. Es kann sein, dass dich hier der Liebesblitz trifft, ne? Ja, Begegnung mit neuen Menschen, das habe ich ja auch in der ersten Karte, ne? Neuer Schwung, Überraschungen, ne? Vielleicht wünschst du dir das auch, ne? Vielleicht trifft dich Amors Pfeil. Beruflich kommen auch gute Nachrichten, schnelle Entwicklung, neuer Schwung, vieles geht leichter, ne? Hier sind Nachrichten unterwegs. Das deutet auch auf eine positive, schnelle Veränderung hin, ne? Ja, nach diesem ganzen Kummer und Schmerz, ne? Kannst du das auch gebrauchen. Hier geht's rein. Der Stern, du bist beschützt von der geistigen Welt, kriegst wieder neue Hoffnung, da habe ich hier auch Hoffnung. Hier entwickelt sich etwas besser als gedacht, eventuell auch deine Gesundheit. Ne? Die große Liebe kommt auf dich zu, ne? Eine glückliche Zukunft wartet auf dich und diese Liebe steht unter einem guten Stern. Ne? Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heut Nacht. Ja, genau, da bist du wieder zuversichtlich, auch beruflich, weil hier nämlich etwas zusammenbricht, ne, was dich sehr eingeengt hat, ne, in der Beziehung. Ich denke, hier dreht sich um meine Beziehung, ne, weil hier kommt alles mit Beziehung, ne. Ja, und durch toxische Beziehungen kriegst du ja auch andere Probleme, ne? Geldliche Probleme, da hast du mit allem Probleme. Beziehungskriege hast du mitgemacht. Hier bricht etwas zusammen und du wirst wie Rapunzel aus dem Turm befreit aus beengten Verhältnissen, ne? Genau. Plötzliche Befreiung, ne? Hier bricht was zusammen, was toxisch war. Guck mal. Hier habe ich den Teufel, ne? Ja. Eine Person, die wohl sich mit dir Machtkämpfer abgehalten hat, eifersüchtig war, misstrauisch war, da ist eine Abhängigkeit geschaffen worden, ne? Ja, genau, wenn du zum Beispiel krank geworden bist in einer toxischen Beziehung, dann bist du auch abhängig von dem Partner, ne? Wenn du nicht mehr alles machen kannst, ne? Ja, hier geht es um Machtmissbrauch, Verlockung. Hier hat jemand seine Seele an Satan verkauft, packt mit dem Teufel geschlossen, ne? Ja. Aber hier geht's rein. Sonne. Glücklicher Ausgang, weil du triffst ja deine große Liebe, ne? Eine schöne Zeit wartet auf dich, ne? Ein Neubeginn mit Wärme, Hingabe, die Geburt von etwas Neuem, wo du dein Leben wieder genießen kannst, ne? Und das Leben auch wieder bejahst, ne? Wenn du toxische Leute um dich hast, ne? Dann befindest du dich an einem sehr dunklen Ort, ne? So, und da kommst du weg, ne?
stehst du wieder auf der Sonnenseite, fühlt sich wie neu geboren. Ne? Und beruflich kriegst du dann vielleicht auch wieder was auf die Reihe. Ne? So, also hier wirst du befreit aus engen Verhältnissen. Ja? Gott, ich verlange gar nichts für mich. Doch ich kenne so viele, viel ärmer als ich. Hungrig, verachtet, gehasst, schikaniert, hast du vergessen, wir hängen an dir. Ich weiß nicht, ob dein Segen für alle Menschen gilt, doch erlaube mir die Frage, Gott sage, wer soll das ertragen? Gott, deine Kinder, sie kennen nur Zorn, wünschen sich manchmal, sie wären nie geboren. Viele verzweifelt, sie geben nicht auf. Hör auf die Kinder, sonst stößt du sie aus. Wir hoffen, wir bitten, wir brauchen dich sehr. Hast du vergessen, wir hängen an dir. Ich krieg's noch ein bisschen, weil ich die Grippe hab, ne? So, was sollst du denn noch wissen? Vollendung. Sichtbare Ergebnisse zeigen sich dir nun. Deine Projekte nehmen Form an und dann wirst du überglücklich sein. Das kann auch sein, dass du dir zum Beispiel einen neuen Partner wünschst oder ein liebevolles Umfeld, einen Umzug, ist egal, ne? Einen neuen Beruf. Ne? Ja. Nur du bist deinen eigenen Glückes Schmiedes, deswegen lass dir nicht reinreden. Fehler, die du machst, die dienen deiner Entwicklung und schubsen dich auch in die richtige Richtung. Ne? Im Namen Gottes, hier wartet ein Neuanfang auf dich. Ja, die Lösung für dein Problem könnte eine berufliche Veränderung sein oder vielleicht ein Umzug. Erfolg, Glück und Leichtigkeit erwarten dich wie nie zuvor in deinem Leben. Ne? Im Namen Gottes. Im Moment bist du in der Ruhe vor dem Sturm, der Gehängte. Ne? Verhalte dich taktisch klug, bereite dich auf ein großes Ereignis vor, das auch Auswirkungen auf deine Familie haben wird. Ne? Im Namen Gottes. Ja, bald ist nicht mehr so, wie es war. Du wirst alles verwirklichen können und dir auch alles leisten können, finanziell, was du jemals wolltest. Jetzt passiert ein Wunder. So. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, wirst du sie auch sehen. Ja, ein Wendepunkt kommt in dein Leben, wenn du Nein sagst zu toxischen Leuten, ne? Dann öffnen sich neue Wege für dich, die dich deiner Bestimmung näher bringen. Es ist nicht deine Bestimmung, Fußabtreter und Aschenputtel für toxische Leute zu sein, ne? Ne? Merk dir das. Auch wenn die dich so behandeln. Einmal sind die freundlich, nächstes Mal schmeißen sie dir irgendeinen bösen Ausdruck an den Kopf. Ne? Also so jemand liebt dich nicht. Und nein, sollte sich jemand die Frage stellen, ändern sich toxische Leute? Nein. Die haben sich schon vor langer Zeit für etwas Falsches entschieden und bleiben auf diesem Weg. Ne? Du kannst mit Liebe nur heilen, wo Liebe ist. Ne? Im Namen Gottes. Nimm dir mal Zeit zum Spielen. Ja? Jo, wenn es dir gut genug ist. Oder geh mal an die Natur mit Freunden. Ne? Ja, vielleicht kannst du ja auch wirklich mal Spiele spielen. Ne? Freude erzeugt Wunder und Manifestationen. Ne? Achte auf deine Gedanken. Denke nur an das, was du dir wünschst. Und nicht an das, was du fürchtest. Ne? Ja, genau.
im Namen Gottes. Ich bin kerngesund, ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ich bin reich, ich bin geschützt, ich bin das Licht. Ich bin froh, dass der richtige Partner jetzt in mein Leben kommt. Es kommen gesegnete Veränderungen auf dich zu. Toll. Eine bedeutende Lebensveränderung schenkt dir großen Segen. Ne? Wenn du mit toxischen Leuten zu tun hast, egal wo die jetzt sind, ne, befindest du dich ja, wie ich gesagt habe, in einer langen, dunklen Seelennacht. Ne? So, und wenn endlich die Sonne wieder aufgeht, ne, so, das wirkt sich auch positiv auf dich aus. Ne? Zum Beispiel, wenn du mit toxischen Leuten viel zu tun hast, ne, oder hast eine toxische Beziehung, ne, dann verändert das auch deinen Hormonhaushalt. Dein Körper schüttet zum Beispiel nur noch Stresshormon, Cortisol aus und Serotonin, das Glückshormon, gar nicht mehr. Ne? Also muss eine gesegnete Veränderung auf dich zukommen, ne? Dass das wieder der Fall ist, dass du wieder Glück empfinden kannst. Ne? Ja. Und wisse, dass es dir auch zusteht, auf jede Weise Gutes zu empfangen. Ne? Weil diese toxischen Leute, ne? Die erzählen dir gerne, dass du nichts verdient hast. Ne? In denen ihren Augen, du kriegst ja erst ja den ganzen Tag an, bist du so scheiße, ne? Ach, hätte ich dich nie kennengelernt. Das sage ich immer, ja, hättest du das nur gemacht. Ne? So, jetzt hol mir mal die Würfel. Nachher am Schluss mache ich wieder unser Heillied. Ne? Und da kann jeder mal versuchen, dort, wo es ihm weh tut oder wo es ihm nicht gut geht, die Hand draufzulegen. Und da versuche ich mal mit diesem Heillied von Rapunzel, versuche ich mal ein bisschen Heilenergie zu senden. Im Namen Gottes. Jo. Schwierigkeiten, Komplikationen, hier ist etwas, du bist eventuell verunsichert, hier ist etwas unklar, ne? Ja. Du weißt nicht, wie du deine Richtung da ändern sollst, in welche Richtung du gehen sollst, ne? Du möchtest in dein Leben, wo du deinen Platz im Leben findest, wo du dich entfalten kannst, ne? Wachsen kannst wie der Baum, ne? Ja, diese toxischen Leute, die kommen ja sofort mit der Heckenschere, ne? Sobald du anfängst zu wachsen und die merken, dass es dir besser geht und du dich entfaltest, dann stehen die schon mit der Heckenschere da, ne? Ja, genau. Du willst deinen Platz im Leben finden. Kann sein, dass du dafür eine Autoritätsperson einschaltest. Anwalt, Notar, Makler, Arzt, kann auch sein. Ne? Also hier hält sich jemand Machtkämpfe mit dir ab, ne? Wo die ganzen Schwierigkeiten verursacht. Es kann aber auch sein, dass hier jemand aus der Vergangenheit zurückkommt. Ne? Eventuell ein Seelenpartner. Achte auf deine Seele. Ne? Ja, du bist sehr sensibel. Ne? Vielleicht hast du es hier auch mit jemandem zu tun, der wo süchtig ist. Ne? Die leben ja dann nur für ihre Sucht. Ist auch eine große Belastung, ne? Im Namen Gottes. Jo, hier behandelt dich jemand als Aschenputtel. Ne? Jo, du musst alles machen, alles tun, nichts ist gut genug. Ne? In dem Film Aschenputtel, da sagte die Mutter ja zu ihr, sei mutig und freundlich. Und da hat sie sich dran gehalten. Ne? Und die war immer liebenswürdig und nett und wurde nur mit Füßen getreten. Also hier tritt dich jemand mit Füßen und kämpft gegen dich, gegen das Licht in dir. Ne? Ja, da hast du dich zurückgezogen. Jemand, der wo deine Grenzen überschreitet. Ne? Der, wo du Grenzen aufzeigst. Aber egal, wenn du toxische Leute Grenzen aufzeigst, die gehen da trotzdem drüber. Ne? Die erkennen gar keine Grenze ein. Da kommt es zur Trennung. Ne? Ja. Du gehst in deine Wunscherfüllung, da hilft dir auch die geistige Welt dabei, in ein sicheres, festes Fundament, etwas, was für den Rest deines Lebens halten soll. So, jetzt hole ich mal noch die Charms. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? So. Gucken wir mal. Ja, achte auf deine Seele. Ich habe hier wieder den Fisch. Ne? Achte auf deine Seele, auf deine Gedanken. Mach Dinge, die wo dir Spaß machen. Ne? Halte dich von negativen Leuten fern, wenn du kannst. Ne? Blume. Ja, du bist eine Blume. Ne?
die wo er blühen soll, hier ist auch ein Stern, ne? Die Blume ist eigentlich ein Stern. Ja? Jo, du sollst erblühen, ne? Vielleicht kommt jemand aus der Vergangenheit zurück, durch den, wo du erblühst. Hier habe ich nämlich auch den Bär, ne? Ja. Oder du greifst Projekte aus der Vergangenheit wieder aus, ne? Auf jeden Fall kommt hier jemand auf dich zu, der, wo dich wirklich lieb hat, ne? Ja. Liebe heilt. Es geht darum, dass du erblühst, ne? Ja. Du bist da in einem Umfeld gewesen, da haben die, ja, das ist, als wie wenn jemand eine schöne Rose kauft, ne, und tut die nicht gießen und tritt die dauernd mit Füßen. Tatsächlich haben die Experimente gemacht, ne, da haben die zwei Blumen hingestellt. Die eine wurde mit Lieben setzen und immer gegossen, schön gedüngt und liebevoll wurde sie behandelt, die blühte und gedeihte. So, die andere Blume haben die nicht gegossen oder nur gegossen und haben die da mit bösartigen Sätzen da verscholten, ne? Die Blume ging ein, ne? Damit ihr mal sieht, was toxische Energie anrichtet, ne? Ja. Hier kommt aber was mit Sicherheit, was für dich erfolgreich sein wird, ne? Wo du auch weiser handelst. Das Ganze könnte eventuell über Nacht passieren, ne? Ja. Da wirst du dich auch dafür öffnen und Erfolg haben. Ja, die Spinne hast du noch um dich, ne? Wir haben ja hier auch den Teufel. Die Spinne ist auch nichts anderes, ne? Ist jo, toxische Person, ne? Wo dich einwebt, wo dich nicht aus ihrem Netz rauslassen will, ne? Aber da kommst du raus. Ich habe doppelt den Schlüssel, ne? Hier kommt was mit Sicherheit die wahre Liebe, ne? Mit Sicherheit deine Berufung und mit Sicherheit bist du beschützt von der geistigen Welt. So, und diese Spinne, diese toxische Person, die wo du in deinem Umfeld hast, die erhält einen Weckruf, ne? Also die kriegt mal vom Karma, kriegt die mal richtig eins drauf, damit diese Person mal sieht, ne, was sie anrichtet an andere Menschen, ne? Ja, guck mal, Stress. Du bist im Stress, bedrückt. Du kriegst zu viel zugemutet, ne? Stößt an deine Grenze, bist belastet, besonders wenn du krank bist, ne? Die Verpflichtungen, die wo auch sind, die wachsen dir über den Kopf. Du fühlst dich auch alleingelassen in der Liebe, weil diese toxischen Leute, die kümmern sich ja um nichts. Die laden dir ja alles auf, ne? Egal wie krank du bist, oder die behandeln dich wie ein Esel, dem wo sie immer mehr aufbürden, ne? Ja. Bist ewig im Stress und einer Krise. Beruflich ist das vielleicht auch der Fall. Ne? Stress überfordert. Das ist das, was du im Moment hast. Im Namen Gottes. Ja, König der Stäbe. So jemand könnte auf dich zukommen. Ne? Witterschütze Löwe. Ja? Genau. Vielleicht kriegst du mit so einer Person zu tun, jemand Selbstständiges, jemand, dass du auf einen solchen Menschen hörst oder auf so jemand kommt auf dich zu, ne? Jo. Ja, schnelle Bewegung, schnelles Handeln, ne? Veränderungen kommen auf dich zu, das habe ich ja schon, aber die schenkt dir großen Segen, ne? Ja, ein bisschen aufpassen, wenn du der Liebe jemanden kennenlernst, dass das nicht nur eine Affäre oder ein Strohfeuer ist, ne? Beruflich könnte auch hitzige Stimmung sein. Also die Karte, die deutet spontane Veränderungen an, ne? Die wo aber in die Fülle führen, ne? Du triffst einen richtigen Partner, mit dem, wo du eine Familie gründest. Vielleicht hast du den auch schon kennengelernt, ne? Ich rede ja mal aus der Sicht einer Frau. Männer, bitte rumdrehen. Das kann natürlich auch eine Frau sein, ne? Da bist du glücklich, du baust ein Nest, bist sehr erfüllt, ne? Also die Karte sagt Erfolg an, auch finanziell. Sicheren Arbeitsplatz, gute Projekte und Erfolg. So. So, jetzt mache ich mal wieder dieses Heillied. Für alle, die wo krank sind, die wo sich nicht gut fühlen, ne? So, singe ich mal. Das ist ja eine Heilblume gewesen, ne? Man kann es ja mal probieren, Heilenergie darüber, ne? So, fange ich mal an. Blumen leuchten schön, kannst du mächtig sein? Dreh die Zeit zurück, gib mir, was einst war mein.
Blumen leuchten schön, lass mich nicht allein, halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein, was einst war mein. Ne? Vielleicht wirst du ja ein bisschen gesünder, vielleicht hilft ja. So, das wär's dann mal von mir. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar. Wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, na, da kriegst du die Videos immer angezeigt. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Also hier kommt eine bedeutende Lebensveränderung. Ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, ne? Wenn ihr permanent die Dreierzahl, dreimal die 5 sieht, ne? Oder dreimal die 9, ne? Kommt eine Veränderung auf euch zu, ne? Aber auch wenn ihr Zweierzahlen sieht, ne? Wie zweimal die 5, ne? Ja. Also hier kommt eine Veränderung auf dich zu. Ne? So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag.